Hallo und schönen guten Abend. Mein Name ist Marco Knutzen und ich berichte heute am 8.3. über die aktuelle Situation der Roma in der Ukraine. Uns erreichen immer noch Berichte, dass die Menschen an der Überschreitung der Grenzen gehindert werden. Von allen Seiten in der Ukraine müssen sie Bestechung bezahlen, zwischen 300 und 700 Euro, um über die Grenze zu kommen als Mann. Es ist äußerst schwierig, die flüchten konnten, die Reichen und die obere Mittelschicht, die sind geflohen, sitzen hauptsächlich jetzt fest an den Grenzen, wobei wir auch hören, besser sie sitzen an der Grenze fest, als irgendwo in den Städten ins Kreuzfeuer zu geraten. Wir hören, dass momentan die Situation in Lviv nicht so schlimm ist, aber in Charkow stehen nahezu 100.000 Menschen an dem Bahnsteigen und wollen das Land verlassen. Wir haben über 10 neue Videos eingestellt und Informationen. Wir haben eine Website erstellt dazu. Ihr könnt die Website aufrufen unter urlm.romaedu.org. Und bitte benutzt den Hashtag in Zukunft Ukraine Roma Lives Matter, damit wir eine gute Kampagne aufbauen können und die Informationen zu der Problematik weiter transportieren können. Gestern hat sowohl der Europarat als auch die Vereinten Nationen kein einziges Wort über Roma verloren. Es wurde zwar Diskriminierung angesprochen, aber nicht die Diskriminierung der Roma, sondern Diskriminierung von Muslimen und People of Color. Ein Problem haben wir, und zwar, dass in Moldawien momentan ziemlich viele Roma festsitzen, die aus der Ukraine geflohen sind. Moldawien gehört nicht zur EU und dementsprechend kommen die Leute aus Moldawien nicht mehr raus, weil sie entweder kein Visum haben oder sie haben keine Ausweisdokumente. Das betrifft die meisten. Und dazu würde ich euch bitten, eine Sache können wir tun. Schreibt dem Europarat, coe.int ist deren Website, schreibt dem Generalsekretär, dass es eine Lösung geben muss für die Roma, die aus der Ukraine geflohen sind und in Moldawien, einem ganz kleinen Land, weniger Bürger als Hamburg, in einem ganz kleinen Land festsitzen und das Land momentan überlaufen, weil sie über die europäischen Unionsgrenzen schwerer kommen als nach Moldawien. Also es muss eine Lösung her für die moldawischen, für die Roma in Moldawien aus der Ukraine, die keine Ausweisdokumente haben. Dazu muss es eine Lösung geben, damit sie weiter reisen können in die Europäische Union. Wir haben vielen Familien geholfen, wir haben viele Kontakte hergestellt, auch zu Menschen, die evakuierten, auch viele Ukrainer, die das taten. Danke nochmal dafür. Einer Familie, speziell einer riesigen Familie mit vielen Kindern in Nikiporin, haben wir explizit geholfen und Kontakte hergestellt und hoffen, dass die das schaffen, aus dem Land rauszukommen. Das ist momentan die Situation. Es hat sich nichts verbessert. Es ist schlimmer geworden. Die Menschen sitzen jetzt fest an ihren Wohnorten, in ihren Siedlungen, in ihren Armutssiedlungen, trauen sich nicht, diese zu verlassen oder die Wohnungen und Häuser zu verlassen, wenn sie in der Stadt wohnen, weil sie Angst haben, dass sie von allen Seiten beschossen werden. Das ist momentan die Situation. Wir haben eine Website eingerichtet, wie gesagt, unter UCRL. Ukraine Roma Lives Matters, die Abkürzung .romaedu.org. Das ist die Website und unsere Facebook-Seite dazu mit entsprechenden Gruppen für Evakuierung und humanitäre Hilfe findet ihr unter facebook.com/romalivesmatter. Folgt uns, teilt uns bitte, seid laut über die Ungerechtigkeit, die den Roma momentan passiert. Teilt diese Informationen auch mit Roma, damit sie den Roma signalisieren können aus der Ukraine, dass wir sie nicht vergessen haben. Liebe Leute, folgt mir unter facebook.com Marco David Knutzen. Abonniert mich, dann kriegt ihr alle Informationen, auch wenn wir außerplanmäßig live gehen, kriegt ihr das mit. Ansonsten jeden Abend um 20 Uhr erst Romanes, dann Englisch, dann Deutsch. Schickt uns Informationen, wenn ihr was wisst über die Ukraine. Auch
Hilfsmöglichkeiten etc. Schickt es uns lieber einmal zu viel und wir entscheiden dann, ob wir es gebrauchen können oder nicht, anstatt irgendwelche Informationen nicht weiterzugeben. Alle Kanäle sind auf Facebook, Internet, E-Mails, Messenger, WhatsApp, Telefon, alles. Meldet euch, wenn ihr was habt, wenn wir euch helfen können. Wir versuchen, was wir können. Bleibt gesund, bleibt stark und teilt dies bitte. Teilt dies bitte, damit dieses Thema nicht wieder untergeht, wie in jedem Krieg, in dem die Roma zwischen die Fronten geraten sind. In jedem einzelnen Krieg. Und wir haben noch nie einen Krieg begonnen. Ja? Leute, bleibt gesund. Bis morgen.